Gute, wir reden heute über sogenannte Bundesliga-Geheimtipps, Spieler, die ihr vielleicht noch nicht auf der Rechnung habt, aber haben solltet. Das Ganze wird euch präsentiert von unserem Partner Kickbase. Und wenn ihr Kickbase selber noch nicht habt, dann gibt es gute Neuigkeiten. Den Link dazu und den Weg zu Kickbase, den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Yes, wir stellen euch Spieler vor, von denen wir glauben, also jeder von uns hat jeweils zwei Spieler mitgebracht, Spieler, von denen wir glauben, die könnten in der kommenden Saison eine richtig gute Rolle spielen, eine Rolle, die man vielleicht so von ihnen in der Form nicht erwarten würde und ich glaube, ich bin derjenige, der rein startet. Du bist in der Tat derjenige, der rein startet. Und hast du, Entschuldigung, ja. Ich wollte noch kurz sagen, warum wir das als Scouting-Report machen, weil wir haben uns die Spieler natürlich genauer angeguckt, nochmal auf die Stärken und Schwächen geachtet, das Ganze gescoutet, aber wir machen es natürlich auch mit einem Blick auf Kickbase natürlich. Ganz genau. Und der erste Spieler, den ich hier vorstellen möchte, heißt Lukas Daschner. Ist ja ablösefrei vom 1. FC. Nee, ist, warum sage ich mal 1. FC? 1. FC St. Pauli, ja. So heißt der Verein. Das freut die Fans, glaube ich, sehr, wenn man das so sagt. Ich habe das so krass drin, dass ich vor Vereinen immer 1. FC sage. Der 1. FC St. Pauli. Und da ist er ablösefrei zum VfL Bochum gewechselt. Und hat eine richtig gute Saison in der zweiten Bundesliga gespielt, wie ich finde. Hatte 9 Tore und 6 Vorlagen. Bei seinen 9 Toren war auffällig 6 davon mit rechts, 3 davon mit links. Daschner ist ein Spieler, der im Prinzip einmal entlang der kompletten Offensivreihe zum Einsatz kommen kann. Hier ist auch mal seine Heatmap aus der abgelaufenen Saison. Klar, man sieht eine leichte Tendenz auf die linke Seite hin, aber im Prinzip kannst du den komplett entlang der Offensivreihe einsetzen. Und ich glaube auch, das wird ihm dabei helfen, beim VfL Bochum sehr, sehr oft zum Einsatz zu kommen, weil er einfach ein Spieler ist, der immer Lücken füllen kann und der für verschiedene Positionen in Frage kommt. Was mir an Daschner sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er ein Spieler ist, der, glaube ich, den VfL Bochum in Ballbesitz auf ein anderes Level heben könnte oder besser machen könnte, auf jeden Fall. So würde ich es mal formulieren. Denn er ist jemand, der sich unheimlich gut zwischen den Linien bewegt. St. Pauli ist ja auch eine Mannschaft gewesen, die in der zweiten Bundesliga viel den Ball hatte. Und Daschner war extrem gut darin, sich zwischen Abwehr und Mittelfeld des Gegners zu platzieren, da eben frei zu sein, anspielbar zu sein, aufzudrehen und dann auf engem Raum etwas zu kreieren und kombinieren zu können. Das müsste auch so ein bisschen dabei helfen, die kreative Abhängigkeit von Kevin Stöger ein Stück weit aufzulösen. Und ich glaube, genau dafür ist Daschner der richtige Mann. Können die sich ins Gehege kommen? Nee. Weil ich glaube, Kevin Stöger operiert tendenziell eher aus tieferen Positionen und deswegen sehe ich nicht, ich glaube eher, die könnten sich sehr, sehr gut ergänzen, könnten eine gute Synergie gemeinsam haben, dass sie sich ins CG kommen. Das glaube ich persönlich nicht. Um mal auf Daschner als Kickbase-Spieler zu schauen, der hat einen aktuellen Marktwert, der liegt so bei knapp 4,7 Millionen Euro, also absolut in einem erschwinglichen Rahmen. Vor allem bedenkt, dass er für St. Pauli in der abgelaufenen Saison 91 Punkte im Schnitt geholt hat in 34 Einsätzen, 30 davon in der Startelf. Aber was man bedenken muss, St. Pauli hatte ja eine Katastrophenhinrunde. Also die kam ja erst richtig ins Rollen unter Würzeler. Ja. Ganz genau. Unter dem kam es ins Rollen und hat in der Rückrunde einen Punkteschnitt gehabt von 114 Punkten. Also richtig, richtig krass. Ja. Ich glaube, das würde er natürlich beim VfL Bochum nicht halten. Wahrscheinlich. Dafür haben sie gar nicht den Ball oft genug wahrscheinlich. Aber für den Preis, glaube ich, das ist jemand, der könnte beim VfL in eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle reinwachsen. Und dann gehe ich davon aus, dass der Marktwert nicht unter dieser 5-Millionen-Grenze bleiben wird. Wir haben ja auch an anderer Stelle schon über Daschner gesprochen und ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Das ist einer der Spieler, die ich beim VfL als am spannendsten markiert habe, auch für mich, ist auf meiner Scouting-Liste. Ist bei uns übrigens gerade auf dem Markt in unserer Liga, aber nicht zu bekommen scheinbar. Die Angebote werden einfach nicht angenommen, warum auch immer. Eine Sache, die ich noch nachreichen möchte zu Daschner ist, er ist tatsächlich in der zweiten Bundesliga der Spieler gemeinsam gewesen mit Glatzel, Kleindienst und Nielsen mit den meisten Pre-Assists. Also 4 Pre-Assists, also 4-mal den vorletzten Pass gespielt. Und genau das unterstreicht auch seine Qualität. Der muss nicht immer direkt einen Scorerpunkt sammeln, aber er ist unheimlich gut darin, Angriffe überhaupt erst ins Rollen zu bringen. Er hat ja bei St. Pauli dann ganz vorne gespielt, beziehungsweise hat sich dann immer fallen gelassen. Da bin ich gespannt, wie er es halt bei Bochum umsetzt, weil, wie du schon gesagt hast, St. Pauli hatte halt einen sehr offensiven, aggressiven Spielstil, früh angegangen, viel den Ball gehabt. Das sieht natürlich bei Bochum ein bisschen anders aus. Individuell glaube ich auch, dass er Bochum, ein Upgrade für Bochum sein kann, weil dieser Aufschwung von St. Pauli kam natürlich vor allem wegen Hürzeler, aber halt auch wegen Lukas Daschner, der dann selber auch noch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, mit aufgeblüht ist und halt ein wichtiger Bestandteil für St. Pauli in der zweiten Liga war. Ja. Und eine Sache müssen wir noch dazu sagen, wir nehmen am Dienstag auf, der Marktwert verändert sich natürlich dann, bis das Video rauskommt, wir sagen aber den Marktwert zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich. Glaubt ihr, wir können hierdurch dafür sorgen, dass Marktwerte explodieren?
So also, wie früher, wenn als Elon Musk gesagt hat, Dogecoin. Ja, ich mache hier Dogecoin und dann, ja. Also explodieren ist ein großes Wort. Und auch andersrum. Er hat auch irgendwann, hat Elon mal angetweetet, wie viel Coin hältst du? Er hat geantwortet null und das Ding ist getankt in dem Boden. Oder sofort. Ronaldo und Coca-Cola, so Sachen eben. Stimmt, ja. Stimmt. Also ich glaube schon, dass Lukas Daschner vielleicht, also aktuell, Stand jetzt, geht die Kurve ein bisschen nach unten bei ihm. Ja. Ich glaube, das wird zumindest aufhören und sich wieder in die andere Richtung orientieren. Aber ich weiß es nicht. Ich halte extrem viele Daschners gerade. Hast du ihn im Team? Hat er nicht, wie gesagt, der ist bei uns auf dem, dem Markt, aber die Angebote werden nicht angenommen. Gleich so viel mal, kann ich auch sagen. Mal doppelten Marktwert bieten. Ja. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Weil dann fangen wir mal an und wir gucken direkt mal aufs Profil. Bei mir, der kommt aus der Kategorie Tiefschlaf, also richtig Deep Sleep. Hibernation. Genau, denn dieser Mann hat einen Marktwert von 500.000, also Minimum. Und die Punkte aus der letzten Saison, 2 Einsätze, Minuspunkte an den letzten beiden Spieltagen. Gut. Und der Name ist Brian Gruder. Ihr habt ihn beide auch auf dem Zettel gehabt, glaube ich. Gruder ist für mich der große Gewinner der Mainzer Vorbereitung. In der Vorbereitung, ich meine, Nelly Viper ist einfach ein Name, den man hier an dieser Stelle einmal erwähnt hat. Nelson Viper für immer noch unter 3 Millionen sollte man sich auch, wenn man ihn bekommen kann, holen. Aber Gruder ist so jemand für 500.000, wo man einfach mal eine Wette eingehen kann. Kurz zum Spieler. Die Rolle rechts hinter Ajorg, wo Jason Lee wahrscheinlich spielen wird, wo auch Stachenkandidat werden könnte, Rolle weiter vorne als in der abgelaufenen Saison. Das wäre seine absolute Idealposition. Dieser wirklich Prototyp inverser Außenstürmer, jemand, der super gerne in Robbenmanier nach innen cuttet, der die Qualität hat, aus der Distanz abzuschließen oder ins 1 gegen 1 zu gehen. 1 gegen 1 ist die ganz große Stärke. Letztes Jahr U19 Bundesliga gespielt. Ich weiß nicht, ob es einen besseren Spieler im 1 gegen 1 in der Liga gab. Unglaublicher Killer. Tiefer Schwerpunkt, schneller Antritt. Gibt so Situationen, wo er einen Spieler sich zurechtlegt an der Strafraumkante und dann zur Grundlinie geht. Ne? Weil er ist ja eigentlich jemand, der immer gerne in die Mitte zieht und dann zur Grundlinie geht. Und der schafft da Separation von 2 Metern innerhalb von 1,5 Sekunden. Unglaublich explosiv. Man muss, glaube ich, auch so realistisch sein und sagen, der Junge ist 18 Jahre alt. In der Vorbereitung 5 Scorer für Mainz 05, ich glaube Topscorer in der Vorbereitung. Aber auch Situationen, wo man halt gesehen hat, ja, wenn er vorm Tor auftaucht, da merkst du noch manchmal, das ist ein junger Mann, hat noch nicht ganz so die Ruhe da drin. Und einer der Gründe, die dagegen sprechen könnten, dass er relativ schnell eine Rolle spielt, ist, er verliert halt bei seinen Versuchen im 1 gegen 1 selbstverständlich auch hin und wieder den Ball und ist dann nicht der Allerbeste in der Arbeit gegen den Ball. Und das ist natürlich bei Bo Svensson in diesem System brutal wichtig, dass du alles gibst. Muss noch die Svensson-DNA eingeimpft werden. So ist es. Er hat, und es liegt überhaupt nicht am Arbeitswillen, sondern eher daran, dass er ein bisschen diffus wird, wenn der Ball verloren geht. Er verliert den Ball auf dem rechten Flügel, der Ball geht vom Gegner ins Zentrum und er läuft den Ball hinterher wie ein Bambini. Das ist noch so eher das Problem. Nicht, dass er nicht laufen will, nicht, dass er nicht gegen den Ball arbeiten will, sondern dass er es noch nicht so clever macht. Ja. Genau. Wirklich, ich bin bei Gruder ich bin komplett eingestiegen. Der war auch letzte Saison bei den Mainzer Junioren einer der wichtigsten Spieler. Auch da 2-stellige Scorerpunkte. Auch da schon häufig mit Nelson Viper zusammengespielt. Und was für ihn halt, was glaube ich eine absolute Waffe für ihn sein wird und auch bei Kickbase eine Waffe sein wird. Mainz spielt gerne schnell nach vorne und der Mann ist eine Ein-Mann-Kontermaschine. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wenn er Fahrt aufnimmt gegen einen Gegenspieler, Restverteidigung, was auch immer, da ist er wirklich kaum aufzuhalten und ich glaube, da wird er auch in der Bundesliga einen Impact haben. That being said, es gibt einen Grund, warum er 500.000 Euro Marktwert hat. Ne? Weil man nicht weiß, wie viel er überhaupt zum Einsatz kommt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er in den ersten 2-3 Monaten gar keine Rolle spielt. Ja. Das wäre auch nicht untypisch für Bo Svensson. Aber es ist eben ein Spieler, wo ich glaube, dass er bei Mainz sich im Laufe dieser Saison einen Namen machen wird. Ich sehe das wie beim Roulette, eine halbe Mille kann man gamblen. Ja, wirklich. Ja, gut, dass es hier um Spielgeld geht. Das wäre auch meine Bauchschmerzen, dass der eine krasse Vorbereitung gespielt hat, wird ihm geholfen haben. Aber auf der Position gibt es halt 1-2 Spieler, die da in Frage kommen. Gut für ihn, Bo Svensson, habe ich zumindest gelesen, hat sich insofern schon geäußert, dass vor allem Viper, aber auch eben Gruder bei Mainz bleiben werden und eben nicht verliehen werden. Das spricht natürlich dafür, dass er in der Liga bleibt. Man setzt die 500.000 und wenn der mal ein paar Mal als Joker kommt und dann vielleicht so ein Konter dann irgendwie. Dann wird der Marktwert alleine schon hoch. Ja. Und ich glaube, was man bei Mainz gibt es halt von meiner Seite noch ein Vorschussvertrauen. Denn es gibt wenige Vereine, wo die Durchlässigkeit von der Jugend in dem Profibereich so gut ist wie bei Mainz. Ne? Wenn man guckt, Johnny Burkhardt, Barrero, Zentner, Viper, jetzt Gruder, da sind einige Jungs im Kader, die einfach diesen Sprung geschafft haben. Und einige davon sind mit Sicherheit nicht so talentiert, wie Gruder es ist. Yes. Spannender Name auf jeden Fall. Wen hast du mitgebracht, Papa Ari? Ich habe, was? Hopfen, Malz,
beides verloren. Ich habe zwei Spieler mitgebracht. Bei dem einen bin ich vom Spieler überzeugt, bei dem anderen vor allem von der Möglichkeit und der Vorbereitung auch hier. Das ist zum einen ein Name, ich glaube, für alle Kickbase-Nerds ist das definitiv kein Sleeper mehr, also kein mega Geheimtipp. Aber ich glaube, für Leute, die so Casual-Bundesliga-Fans sind, haben ihn vielleicht auch schon so ein bisschen als Flop abgespeichert oder zumindest als unwichtig. Ich glaube, als wir in Borussia Mönchengladbach Shopping Guide gemacht haben, haben wir überhaupt nicht über ihn gesprochen. Mhm. Das war aber noch vor der Vorbereitung, muss man sagen. Die Rede ist von Nathan Gumo. Gumo wünsche ich morgens auch, aber das ist vor allem ein 23 Jahre alter Franzose, Flügelstürmer, hatte enorme Anlaufschwierigkeiten bei Gladbach. Letzte Saison nur Joker gewesen, 7-mal Startelf und dabei auch nicht so wirklich überzeugt. Bei Kickbase waren es nur 20 Punkte im Schnitt und da hatte er trotzdem, also 20 Punkte trotz eines Monster-Games mit über 200 Punkten. Also der Rest war nicht so gut. Und diese Saison gibt es halt komplett andere Vorzeichen. Neuer Trainer natürlich, das kann auch helfen. Und dann natürlich Thüram, Hofmann, Stindl, drei wichtige Offensivkräfte weg. Und jetzt kann man natürlich sagen, Moment, Flügel, Gladbach, die haben auch gerade Franck Honorat verpflichtet. Der hat aber in der Vorbereitung rechten Schienenspieler gemacht. Stimmt. Also Flügelverteidiger. Und Gumu eher eine Reihe weiter vorne auf einer dieser beiden Halbraum-Zehner-Positionen oder Flügelspieler-Positionen, ganz wie ihr wollt. Und er stand halt in mehreren Spielen in der Startelf, beziehungsweise war mit der A11 auf dem Platz, zusammen mit Honorat, und war da richtig gut. Also er hat vor allem Tore gemacht, ich glaube 4 Tore, eine Vorlage oder so. Aber ich habe mir auch ein bisschen was angeguckt aus den Spielen, aus den letzten beiden, Montpellier und Stuttgart müsste das gewesen sein. Das ist ein super spannender Spieler, 1,85, mega schnell und dribbelstark, kann auf beiden Seiten spielen, hat das auch in den Spielen gemacht auf beiden Seiten. Richtig stark im Angriffspressing, also mehrere richtig gute Balleroberungen. Ein Tor gegen Stuttgart, seht ihr jetzt die Szene, da wo er den Verteidiger alleine den Ball abnimmt, an ihm vorbeisprintet, dann nochmal den Körper reinstellt und dem Torhüter dann so durch die Beine spitzelt. Also alleine für die Art Fußball, die ich mir auch vorstellen kann bei Gladbach nächstes Jahr, er wird die Chancen bekommen, hat aktuellen Marktwert noch bei 5,8 Millionen, steigt aber im Moment täglich. Ich bagger die ganze Zeit an ihm, aber bekomme ihn nicht. da weiß der Besitzer sozusagen, dass der Marktwert noch steigen wird. Entscheidungsfindung ist auch so eine Sache bei ihm. Also was er dann im letzten Drittel wirklich mit dem Ball anstellt, wohin spielt er ihn, schießt er drauf, schießt er nicht drauf. Das ist häufig noch so ein bisschen unruhig. Aber der wird in der Startelf stehen zu Beginn der Saison, weil ich nicht glaube, dass Gladbach noch was machen wird. Fabian Rieder wird nicht kommen, also da auch keine Konkurrenz in der Hinsicht. Und dann wird der Marktwert auch nochmal hochgehen. Und generell ein Spieler, dem ich zutraue, dann mit der Möglichkeit und mit einem neuen Trainer sich dann auch festzuspielen. Ich sag mal so zumindest, kann nicht viel schlechter werden als letztes Jahr. Eben. Das stimmt. Also, es geht nur in eine Richtung eigentlich. Ja. Und er hatte sich ja dann hinten raus ein bisschen rangetastet in der abgelaufenen Saison, ne? Ja, rangetastet. Aber auch da habe ich mir nochmal ein, zwei Szenen angeguckt. Aber er soll sich gesteigert haben und letztes Jahr hieß es noch unter Farke, dass er auch im Training nicht so der allerenergischste war, nicht so der motivierteste. Wo liegt der Markt gerade? Ich hatte es gerade eben. 5,8. Ja. Aber also ich glaube nicht, dass der einstellig bleibt, wenn er die ersten ein, zwei Spiele in der Startelf steht und sich nicht komplett verkehrt anstellt. Aber wie gesagt, in der Vorbereitung gegen nicht so schlechte Gegner sah es echt gut aus. Ja, okay. Mein Auge ist ein bisschen kritischer bei Gumu, aber das ist ja auch ein Konkurrent weniger. Unser gutes Recht, ja, ich bin nicht interessiert. Ich glaube schon, dass er jetzt aktuell die Nase vorne hat auf der rechten Flügelposition. Also ich glaube schon, dass wir ihn da sehen werden. Also was spielen die denn? Die spielen Fünferkette und also ja. Und zwei hängen. Fünf, also zwei, Player, drei, wie auch immer man es nennen will. Player, er und ein Stürmer. Von Kara wahrscheinlich. Kann mir da schon absolut. Ja, der würde ich sagen, ist gesetzt. Ja. Hat übrigens ein tolles Freistoßtor gegen Stuttgart gemacht in demselben Spiel. Quantschabe. Ja. Ich sehe schon, dass er auf jeden Fall spielen wird und ich kann es mir vorstellen, ja. Warum nicht? Also, wie gesagt, ich habe ihn deutlich besser in diesen Vorbereitungsspielen gesehen als letztes Jahr, wo ich auch. Deswegen haben wir auch nicht über ihn gesprochen, beziehungsweise, ja, Ngumu ist auch noch da. Aber der hat sich. Vielleicht hat er sich gemacht und startet jetzt richtig durch. Naja. Zweiter Mann. Runde 2. Yes. Das ist ein Mann, über den wir hier schon sehr, sehr früh mal gesprochen haben, über den ich schon mal hier sehr, sehr früh gesprochen habe. In einem Video, wo es darum ging, welche Zweitligaspieler könnten denn eigentlich Bundesliga spielen. Mhm. Und es ist soweit, er spielt Bundesliga. Yes. Er heißt Tim Breithaupt und ist für 2,5 Millionen Euro vom KSC
überraschenderweise, muss ich sagen, zum FC Augsburg gewechselt. Ich glaube, Gladbach war auch so einer von den Vereinen, die mal als interessiert galten. Hat sich dann vielleicht erledigt gehabt in dem Moment, wo Julian Weigel fest verpflichtet wurde. Aber ich war trotzdem ein bisschen überrascht, dass Breithaupt am Ende dann beim FCA gelandet ist. Sei es drum, da ist er jetzt. Und der hat in der abgelaufenen Saison für den KSC als unumstrittener Stammspieler gespielt. 22 von 22 Einsätzen in der Startelf gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich den Knöchel gebrochen hat. Bisschen blöd gelaufen. Und bis dahin hat er 70 Punkte im Schnitt geholt. In seinen letzten beiden Spielen 151 Punkte und 162 Punkte, jeweils ohne an einem Tor beteiligt gewesen zu sein. Was? Das ist ja auch eine Qualität, oder ist ja auch wichtig, dass Spieler nicht davon abhängig sind, dass sie irgendwie selber vorne einen machen müssen oder vorbereiten müssen, damit sie wirklich gut punkten. Und das hat Breithaupt bewiesen, dass er das auf jeden Fall kann. Und er kann es vor allem, weil er gegen den Ball defensiv ein absolutes Monster ist. Er hat eine Größe von 1,92 Meter, gutes Format für die Position und hat in meinen Augen alles, um ein sehr guter Bundesliga-Sechser zu werden. Bei Y-Scout war er Platz 3, sowohl bei Standard-Recoveries und auch Counter-Pressing-Recoveries. Das ist einfach eine Metrik. Also Recoveries sind im Prinzip, wird da geguckt, wo verliert die ballbesitzhabende Mannschaft den Ball und wo nimmt die andere ihn wieder auf. Und wenn du der Spieler bist, der ihn wieder aufgenommen hat durch eine Grätsche, durch eine Interception, durch einen Zweikampf, einfach nur durch einen losen Ball, der irgendwo rumfliegt und du sammelst ihn auf, dann bist du der Spieler, der diese Recovery zu verantworten hat und zugeschrieben kriegt. Und da ist er eben im Vergleich mit Mittelfeldspielern der zweiten Liga jeweils auf Platz 3 gewesen. Er war auf Platz 11 bei geführten Kopfballduellen, Platz 14 bei geführten Defensivduellen, bei Platz 10 bei gespielten Pässen pro 90 Minuten mit einer Genauigkeit von 86,6% und ebenfalls Top 10 bei Interceptions, da sogar, glaube ich, in der gesamten Liga. Einfach ein Spieler, der defensiv, der gegen den Ball sehr, sehr gut ist. Ja. In meinen Augen einfach ein Prototyp-Sechser, der auch absolut alles hat, um die Rolle eines alleinigen Sechsers da reinwachsen und die bekleiden zu können. Also jetzt kehrt ja auch Dorsch zurück bei Augsburg. Ja. Und ich glaube, dass das die Partnerschaft sein wird im Zentrum. Ich glaube, Dorsch wird Kapitän. Ich glaube, es ist noch nicht bestätigt, aber ich bin mir relativ sicher, dass das werden wird. Und ich glaube, ich hätte auch Breithaupt über Rex Bitschei, einfach weil der Fit besser ist. Ja, weil er fit besser ist und weil er einfach insgesamt ein viel, viel besserer Fußballer ist. Also, ja. Aber Elvis, ja, ja. Es ist einfach so. Breithaupt ist ein besserer Fußballer, hat eine bessere Passqualität und deswegen erwarte ich da deutlich mehr von ihm im Vergleich zu Rex Bitschei. Breithaupt Dorsch wäre auf jeden Fall ein sehr potentes Mittelfeld. Wenn dann irgendwo noch um sie herum Arne Engels wuselt und sein Ding macht, dann hat der FCA. Und Arne Meyer, die haben viele. Der FCA da schon verhältnismäßig gute Qualität am Start. Der aktuelle Marktwert von Tim Breithaupt liegt bei 4 Millionen. Das ist wirklich nicht viel. Da kann man nicht wahnsinnig viel mit falsch machen. Und wenn er tatsächlich Stammspieler werden sollte beim FC Augsburg, dann glaube ich, wird sich das relativ schnell Richtung Oben korrigieren. Okay. Beim Spieler bin ich zu 100% bei dir. Einzigen Zweifel, den ich habe, ist mit Blick auf Kickbase, weil es wäre schon gut, wenn du als Mittelfeldspieler dann noch so ein bisschen Offensiv-Output ja, aber für wenn die der, Punkte wenn der, liefern wenn der 150 kannst. Macht in der zweiten Liga, ohne am Tor beteiligt zu sein. Ja, 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 klar. Das ist schon, also, und ich schon bin auch, verkehrt. Ich glaube auch, dass der früher oder später Stammelf spielen wird und ja. Dann schießt der Marktwert nach oben und er ist ein großes Talent. Über Augsburg sprechen wir an anderer Stelle nochmal. Also ich finde, wenn man auf den Kader guckt, die haben richtig gut Arbeit gemacht. Das ist ein verdammt guter Kader, ey. Krüge, das ist eine schöne Überleitung, aber lass die andere Stelle weg, weil mein nächster Spieler kommt aus Augsburg. Ach so, ja. Ja. Aber ich will nichts von 1,92 Meter Wichten hören. Ah, Winzling. Junge, wupp. Zu klein, tiny, Alter, tiny. 1,96 Meter Minimum ist hier für mich die Regel und ich rede von Dion Bellio. Ja. Ah, ja. Dion Bellio, wie fangen wir an? Also, ich bin mir relativ sicher, dass Dion Bellio im Laufe dieser Saison der Stammstürmer neben Demirovic sein wird. Warum sage ich das so? Verschiedene Gründe. A, kein Scheiß, Sven Michel hat eine Killer-Vorbereitung gespielt für den FCA. Also wirklich gut und es könnte sein, dass er aktuell der Mann ist. Demirovic ist der Gesetzte in der Offensive, da bin ich mir ziemlich sicher. 100%, ja. Und Michel könnte aktuell der Favorit sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Berisha den Verein verlassen soll. Das wollen die Augsburger, glaube ich. Sie haben ja jetzt sogar die Summe ein bisschen runtergesetzt. Ne? Sie wollen also Geld haben. Einer der Gründe, warum man, glaube ich, der Meinung ist, dass man seinen Top-Goal-Getter der abgelaufenen Saison bereitwillig abgeben kann, ist das, was Dion Bellio gegen Ende der abgelaufenen Saison geholt hat. Wir gucken einmal drauf. An den letzten 6 Spieltagen 4 Scorer, 3-mal Spiele mit über 100 Punkten. Ja, also einfach eine klare Tendenz zu erkennen. Und das waren Spiele,
wo Berisha entweder gar nicht gespielt hat oder auf dem Flügel geparkt wurde und die Hauptangriffslast Demirovic und Beljo zu tragen hatten. Und diese beiden Jungs haben eine richtig gute Chemie. Beljo ist mit 1,96 Meter, wie gesagt, ne, vom Stürmerprofil, das wissen wir alle, ein begehrtes Profil und eben auch so ein Spielertyp, der sicherlich mit 21 Jahren noch richtig Raum zu wachsen hat. Ich finde, er ist einer der spannendsten U22-Stürmer in dieser Liga, auf jeden Fall. Wir wissen, dass Beljo Qualität in der Luft hat. Das ist klar bei 1,96 Meter. Das ist kein Geheimnis. Er hat aber in der abgelaufenen Saison eben auch gezeigt, wie er mit dem Rücken zum Tor agieren kann. Ist jemand, der Bälle festmacht. Ist jemand, der Bälle verteilen kann. Ist jemand, der selbst Torgefahr ab 20 Metern ausstrahlt. Auch das ist ja in so einer Rolle immer sehr, sehr schön. Und ich bin wirklich der Meinung, dass bei Beljo, wenn diese Saison, wenn er sich dann durchsetzt, wenn Sven Michel nicht das Jahr seines Lebens spielt, und man weiß es bei Sven Michel ja nie, ich halte ihn für einen Teufelskerl, ich traue ihm alles zu, deutsche Kevin Behrens. Ich glaube, dass Beljo diese Saison, das ist nämlich ein Schlimmer, bei dem man Assists und Tore erwarten kann, und ich könnte mir absolut einen zweistelligen Output da vorstellen, dass bei dem Spieler, der aktuell gerade so über 4 Millionen Marktwert kombiniert, nicht 10 und 10, ja, also nur, um es richtig verstehen, aber wenn der am Ende, ich sag mal, 8 Tore, 4 Vorlagen hat, wäre ich nicht überrascht. Denn ich glaube, man hat auch einen Kader gebastelt, der gut um Beljo funktionieren kann. Ne, wir haben gerade schon über das Mittelfeld gesprochen. Und wenn Sven Michel, wenn ihr also jetzt irgendwann seht, dass bei Sven Michel der Pfeil rot wird, oder Sven Michel nicht am ersten Spieltag in der Stammformation seid, dann all in auf Beljo. Das ist für mich der Mann im Sturmzentrum bei Augsburg, auf den man neben Demirovic setzen sollte. Ich werde keinen Mucks gegen Dion Beljo sagen. Finde ich einen super spannenden Spieler. Die einzige Frage ist, die ich habe, du hast jetzt viel über Sven Michel gesprochen. Mhm. Wie gefährlich kann auch wegen Spielertyp-Ähnlichkeiten Philipp Tietz werden? Ja, ich meine, Philipp Tietz ist natürlich, du sagst es, der einzige Stürmer, der derselbe Bauart ist in diesem Kader. Zumindest körperlich, spielerisch. Und ich glaube, dass Tietz aktuell in vielen Bereichen die Nase sogar noch vorne hat. Gerade wenn es um so die Verarbeitung von Direktabnahmen geht, die nicht mit dem Kopf passieren, sondern mit den Füßen oder anderen Körperteilen. Da hatte Beljo in der letzten Saison ein, zwei Probleme. Aber Beljo, wenn die Entwicklung so voranschreitet, wie es in den letzten 6, 7, 8 Spieltagen der abgelaufenen Saison aussah, dann ist er innerhalb kürzer Zeit ein besserer Spieler als Tietz. Aber vollkommen berechtigter Einwand, auch Tietz ist ein Stürmer. Bei Augsburg muss ich noch ein bisschen in der Offensive muss ich noch was finden, neben Demirovic. Ich bin super gespannt, mit wem die auflaufen. Vor allem in den Vorbereitungsspielen war jetzt Arne Engels hinten rechts. Ja, und damit Vargas irgendwie davor spielen kann oder noch irgendwer am Wochenende, rechts vorne. Am Wochenende ist DFB-Pokal. Und mein Tipp bei Augsburg wäre ohne Witz Engels auf Rechtsverteidigung. Ja. Ich glaube, dass das Winter innen verteidigen wird, auch wegen Personalmangel und interessanter Spieler. Und ich glaube, dass wir vorne Michel und Demirovic erstmal erleben werden. Das wäre mein wilder Sturm, ja. Bin sehr gespannt auf Augsburg grundsätzlich und auf Dion Beljo. Ich bin auch sehr gespannt auf meinen zweiten Spieler, wo ich vom Spieler sehr überzeugt bin. Aber das ist so ein bisschen wie bei Gruder, muss man schauen, wie viel er wirklich dann letztendlich spielt. Ist einer im Dornröschenschlaf auch? Ja. Ja, ist eine Frage. Nee, ja, er ist schon aufgewacht letztes Jahr. Zumindest ein bisschen. Hat schon mal Auge aufgemacht. 19 Jahre alt, im Januar aus Philadelphia zur Eintracht aus Frankfurt gewechselt. Heißt Paxton Aronson. Paxton. Nicht sein Bruder, der jetzt auch in der Liga spielt, aber der ist kein Geheimtipp. Der hat außerdem auch einen deutlich höheren Marktwert, glaube ich, bei Kickbase. Wenn wir eine Sache über Fußballbrüder wissen, der Jüngere ist immer der Talentiertere. Ja. Das sagen alle älteren Brüder. Und er ist der Jüngere. Ist eher eine Empfehlung, die langfristig gedacht ist. Weil ich glaube, dass er zu Beginn nicht so viele Chancen bekommen wird. Aber das Talent ist wirklich, also das steht außer Frage. Der hatte ein paar Kurzeinsätze letzte Saison, aber auch er hat jetzt einen neuen Trainer. Topmöller ist einer, der weiterhin mit Fünferkette spielt und dann ja entweder mit zwei Stürmern oder vielleicht auch mit diesen Halbraumzehnern, muss man mal gucken, das würde ihm entgegenkommen. Ja. Er ist jetzt in den Vorbereitungsspielen immer für Götze reingekommen, zumindest in den letzten paar Spielen. Und das passt auch vom Spielertyp sehr, sehr gut. Also auch er ist technisch extrem stark, super Ballkontrolle, auch auf engem Raum, gute Übersicht. Aber Götze ist leider auch so ein bisschen das Problem an diesem Argument für Paxton Aronson. Weil ich glaube nicht, dass er ihn langfristig aus der Startelf verdrängen wird. Ja. Und die Eintracht hat jetzt, also Doppelbelastung ist nicht das Thema, um da irgendwie so einem jungen Spieler noch mehr Chancen zu geben. Aber Europa, wenn es in die Conference League, ich meine, kommen noch zwei Quali-Spiele, aber wenn man dann drin ist. Wenn man drin ist, muss man gucken. Könnte aber ein Wettbewerb sein für ihn. Du hast aber absolut recht, ne? Also ich habe das Spiel, ich glaube, gegen Braunfels hat er 4 Tore gemacht, also auch 15 Tore von der Eintracht. Aber da hast du halt einfach gesehen, was der für Fußballinstinkte hat. Und da bin ich komplett bei dir, Krögi. Also von dem reinen, vom Raw-Talent. Ja. Ist Paxton Aronson schon auf jeden Fall beschenkt worden. Und das Ding ist, statt Ibimbe glaube ich halt nicht. Ne? Das ist diese Doppel-8 aktuell. Götze, Ibimbe war zumindest in den letzten Testspielen so. Und wenn du Götze, Aronson hast,
da fehlt ja, glaube ich, schon so ein bisschen Physis. Auch Aaronson ist 1,75. Ja, es ist ja vor allem auch so, dass es ist ja so ein bisschen hybridmäßiges System bei der Eintracht. Ne? Götze schiebt ja schon deutlich höher als Ebimbe. Genau, und Aaronson dann auch, wenn er dafür reinkommt. So, ja. Also für beide ist, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich wenig Platz auf dem Feld. Aber jetzt kommt aber der gute Part. Ja. 1,4 Millionen Marktwert, Tendenz sinkend aktuell. Mhm. Sprich, halt machen. Holen, ja. Gucken, was geht. Und ich glaube halt, wie gesagt, der war jetzt so überzeugend in den Testspielen und ich habe mir auch ein bisschen was gegen Vitesse, glaube ich, war das, angeschaut. Auch wenn er da jetzt keinen Output hatte, im Sinne von Tor oder Vorlage. Oder keiner bei der Eintracht. Ja, gegen Nottingham auch nicht unbedingt, nope. Außer vergebene Chancen. Aber der sieht so smooth aus mit dem Ball am Fuß, was der auf engem Raum macht und so. Hat mich wirklich teilweise an Götze so ein bisschen auch erinnert. Und wenn der halt für Götze ab und zu mal reinkommt, um Götze vielleicht auch mal ein bisschen zu schonen, war letztes Jahr nicht so oft der Fall, aber wenn man den mal ein bisschen schonen will und wenn dann Conference League kommt, dann glaube ich, wird er ein paar Joker-Einsätze haben und wenn er sich da gut anstellt, dann sind 1,4 Millionen schnell vergessen. Ja, ich glaube auch, also ich könnte es mir vorstellen, ich glaube, dass Dino Topmöller ein Trainer ist, der definitiv Spielern Chancen geben wird, andere nicht. Also wenn ihr Christian Jakic zum Beispiel habt im Kader, dann wäre es, glaube ich, Zeit. aber Paxton Aaronson ist sicherlich einer der Gewinner der Vorbereitung bei der Eintracht. Wie teuer war der nochmal? War nicht ablösefrei? War der ablösefrei? Mhm. Nee. 4 Millionen, glaube ich. 4 Millionen sogar. Ich glaube, 4 Millionen. Stimmt, ja. Hat auch ein bisschen Geld gekostet immerhin. Also ja, ja. Aber der hat für auch die neue Eintracht der Peanuts, aber Und es ist ja auch noch nicht so lange her und man hat sogar, Winter. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, unter Glasner hat mal in einem Interview gesagt, eigentlich war der Plan, ihn zu holen, bisschen mittrainieren lassen und dann für die U20-WM oder für eine internationale Veranstaltung freizustellen. Und da hat man sich dagegen entschieden, weil man gesagt hat, nee, den brauchen wir schon so, um ihn mal reinzubringen. Und dann am Ende der Saison kam er ja auch auf ein paar Einsätze. Und er hatte eine Einwechslung, wo er richtig Alarm gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welches Spiel das war, aber ich weiß, dass es eine Einwechslung gab. Und ich bin, weil du gerade nachschaust, es kann auch sein, dass es ein Pokal war zum Beispiel. Ah, ja. Okay. Aber er hatte eine Einwechslung, wo er, ich glaube, für Rode reinkam und in meinen Augen der beste Spieler der zweiten Hälfte war. Und er ist schon bei mir im Kader, also kauf den ruhig, dann steigt der Wert. es war, er hatte einmal 81 Punkte gegen Hoffenheim. Da hat er, glaube ich, auch seinen Assist gehabt. Aber ich weiß nicht, ob das die Einwechslung war, aber es könnte sein. Ja. Da hat er 45 Minuten bekommen. 51 sogar. Ja. Aber von Beginn an hat er, glaube ich, nicht gespielt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, er hat von Beginn an gespielt. Alarm. Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Alarm, Alarm. Unsere 6 Bundesliga-Geheimtipps, Sleeper-Spieler, die noch richtig aufwachen könnten im Laufe der kommenden Saison, wo sich Invests vielleicht lohnen, präsentiert von unserem Partner Kickbase. Video liken, Kanal abonnieren, wir sehen uns an anderer Ort und Stelle. Du willst noch was sagen? Genau, Link in der Videobeschreibung. Stimmt, ja. Da werdet ihr fündig. Wer Kickbase noch nicht hat, findet es da unten. Ciao. Tschüss.